mir das fast gedacht. Ich möchte mich verstecken, ich möchte hier irgendwo hin. Vielleicht nicht unbedingt an einen Vorhang, wo jemand dahinter stehen könnte. Was ist da eigentlich in dem Stuhl? Ist das das Kissen, das sich so komisch spiegelt? Okay, jetzt sind wir in der Spiegelwelt. Alles easy. Alice in hinter den Spiegelwelten. Alice. Und hier liegt auch was anderes. Das hätte ja theoretisch eigentlich da liegen müssen. Das Obst sieht immer noch gut aus. Eigentlich bin ich jetzt in der richtigen Welt, weil jetzt hier steht es ja richtig drauf rum. Rauf rum. Das kann ich mir immer noch nicht anschauen, ja. Hier liegt auch wieder was anderes. Überall Streichhölzer. Sag mal, hat der irgendwas damit zu tun, mit diesem Brand in der Galerie? Und was ist da drüben eigentlich passiert? Das ist nur angemalt, das ist nur alles. Das ist das Kissen. Das sieht nur, das sieht aus, als würde da eine Puppe sitzen von weit weg. Zurück komme ich nicht, ne? Ja, es kann nicht rückgängig gemacht werden, so ungefähr. Und ich finde immer noch nichts. Das sieht ja schön aus, irgendwie. Bisschen bedrohlich, aber auch schön. Komm jetzt hoch, lass mich in Ruhe. Hund. Den habe ich ja völlig vergessen. Stimmt, wir hatten ja einen Hund. Ich finde immer nichts. Oh Gott, den habe ich völlig vergessen. Völlig. Liegt da irgendwas auf dem Boden? Schon wieder so auf meinen Ohren. Warum ist es so laut? Und was kommt jetzt, wenn ich mich... Okay, bellt noch weiter. Okay, ich dachte noch, jetzt kommt gleich wieder irgendwas, wenn ich mich bewege. Was ja auch passiert ist, aber es war so ruhig, aber hat weiter gebellt. Ist der auch mit verbrannt? Die Story ist noch sehr undurchsichtig. Warum? Warum denn jetzt hier? Warum? Good boy. Da ist das. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Oh, ich krieg Gänsehaut, aber weiß nicht, weil meine Hände wahrscheinlich immer noch eiskalt sind. Aber es ist irgendwie total schön. Also kurzzeitig war es jetzt gerade sehr schön. Popkill. Good boy, ja, guter Junge. Der ist wohl auch nicht mehr, weilt auch nicht mehr unter uns. Das mit dem Safe nervt mich. Irgendwie war ich da doof. Oh, ich muss nur mal kurz. Ja, vorsichtshalber, man weiß ja nicht. Und an die anderen komme ich nicht, ne? Ja. Gut gemacht, gut gelöst. Dass die nicht einfach nur immer alle abgeschlossen sind oder zu, sondern dass einfach was davor steht. Das war eben aber auch noch ganz, ne? Ist dahinter wieder irgendwas vielleicht, was ich finden kann? Da hinten hat sich nichts geändert. Ich will nicht so viel übersehen. Rollstuhl. Von ihm oder seiner Frau, die wahrscheinlich auch Probleme gehabt haben muss, wenn sie echt stark verbrannt war. I want this. Willst du das auch? Ach, you want this. Es dröhnt wieder so ein bisschen, so ein leichtes Rauschen auf dem Ohr. Das ist irgendwie nicht so stark. Natürlich. Nicht so nice. Aber ein cooler Rollstuhl. Sieht irgendwie echt gemütlich aus.
Da ist was. Hatten wir das nicht? Nee, das war ein anderes, was wir schon mal gesehen haben, oder? Das sah gerade so aus wie, glaube ich, der erste Zeitungsartikel, den wir gesehen haben. Oder war nicht so ein Bild? Ah, ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von. Warum dürfen wir eigentlich den verdammten Namen nicht wissen? Oder will er einfach das nicht mehr lesen, seinen Namen? Aus Galerien gelacht. Aus. Laughed out of galleries. Also aus Galerien herausgelacht, so ungefähr, oder wie? Und die neue Galerie ist in Flammen aufgegangen. Ich dachte erst, jetzt checke ich es auch gerade, die Galerie, also ne, so eine Kunstgalerie. Und ich habe, als ich das darüber gelesen habe, habe ich gedacht, so eine Galerie oben, so ein Balustrade in einem Shoppingcenter oder so. Weil das war doch auch ein Shoppingcenter, da stand doch irgendwas, aber halt mit der Galerie. Ich habe aber vielleicht auch einfach falsch gedacht. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Huffs. Der bekannte Kritiker war einer. Warte mal, was? Psychologen. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen sei, antwortete Huffs: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Zeig nochmal. Naja, okay, mehr. Steht auch gar nicht da. Friday. Warum? Na gut, es ist rausgebrannt förmlich, ne? Was ist da passiert? Das ist echt nett vom Spiel, dass man immer wieder das Licht auch anmachen kann. Ich will noch mal so einen Rattenzettel finden. Was war das jetzt für ein Geräusch? Warum ist da immer. Schau mal, das ist doch wie Flammen, die. Ich will das gar nicht so lange angucken, das macht mir irgendwie Angst. Fliegt mir doch jetzt hier gleich wieder irgendwas um die Ohren. Ich gehe mal ein bisschen zurück. What? 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 Das ist ja. Ich schmeiß hier noch bald alles runter. Meine Kohle hat schon wieder gefackelt.
Ich sollte nicht trinken und mich gleichzeitig umdrehen. Natürlich. What, das war jetzt voll crazy. Nein, ich werde dir nicht hinterhergehen. Fick dich einfach. Warum ist das Gemälde jetzt so klein? Ach, das ist zumindest wieder gleich. Ach, wir sind, als wären wir jetzt wieder durch die Tür gekommen, so ungefähr. Ist das ein verbrannter Rollstuhl? Geschmolzen. Geschmolzener Rollstuhl. Ist das überall der gleiche Flur? Ich guck mir gar nicht mehr die Bilder an, ich will gar nicht mehr. Ich hasse dieses Spiel, was geht denn ab? Was soll denn das? Ich will doch nur an die Tür gehen. Bin ich wieder hier. Ich bin wieder auf der Seite. Das ist voll crazy, oder? Das ist voll crazy. Aber die Ratte ist darüber gelaufen. Von da nach da. Dann gehen wir doch mal da raus, oder? Aber ich glaube, ich brauche noch mal eine Pinkelpause. Ich glaube, ich brauche jetzt mal, ist das jetzt eine halbe Stunde schon wieder her? Ich glaube, ich brauche mal alle halbe Stunde mal kurz eine Pinkelpause. Ja, und dann nehme ich nochmal, glaube ich, eine halbe Stunde auf und dann mache ich Ende. Ich würde zwar gerne noch weiterspielen. Oder auch nicht. Aber, ja, ich muss auch mal langsam schlafen gehen. Oh, okay, ja, bis gleich. Es wird in den Pausen echt, in den Pausen geht es mir immer gut und dann bin ich hier und dann geht es mir wieder nicht gut. Also wir gehen jetzt auf den Fall dahin, wo die Ratte hingelaufen ist, wenn ich jetzt hier durchkomme. Okay, ich schaue es gar nicht mehr an, aber ihr habt auch gesehen, dass die Tür noch einen Spalt offen war, ja? Geht mir schon wieder nicht gut. Der läuft immer noch. Ich gucke mich auch nicht mehr nach hinten um. Nehme ich eigentlich alles auf, ja. Zur halb offenen Tür. Oh, das hat er geschrieben. 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Okay. Kleine Zettel an meiner jüngsten Arbeiten. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigsten. Die beleidigendste. Hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Vielleicht ist wirklich sie, die schizophren ist. Hätte man jetzt nicht so vermutet, ne? Soll ich das zumachen? Kann ich das nicht zumachen? Egal.
Nicht egal. Bloß nicht umdrehen. Einfach nicht umdrehen. Es hat doch keinen Sinn. Eine offene Tür? Einfach nicht umdrehen. Nicht, wenn ich mich schon wieder umdrehe und dann ist der Raum plötzlich kleiner oder irgendwas. Passiert doch immer. Achso, das hier so. Ein Rattenzettel? Lass mich doch endlich mal wieder einen Rattenzettel finden. Und ein Seil. Okay, ich wollte mal kurz nach hinten gucken. Wenn wir schon so dabei sind. Ich hab's genau gehört. Dieses Spiel will mich doch einfach verarschen. Ist das ein Bett? Oh Leute. Aua, mein Rücken. Dieses Spiel will mich verarschen. Da sind schon wieder Seile. Kann das sein, wenn ich jetzt mal, bevor ich jetzt da in dieses Scheißzimmer gehe, kann das sein, dass sie... Also sie wurde auf jeden Fall verbrannt. Ja, so viel ist wahrscheinlich klar. Bei einem Brand, den Ratten verursacht haben? Keine Ahnung. Und dann, er wollte so eine Hauttransplantation für sie und das hat aber alles ja nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob für ihn der Rollstuhl war, weil er anscheinend auch mal einen Unfall hatte und er hat ja deswegen seinen Unterschenkel verloren. Oder der Rollstuhl sogar für sie wegen ihrer verbrannten Haut, man weiß es nicht. Und dann, was wollte ich jetzt gerade sagen? Weswegen habe ich da jetzt überhaupt noch angefangen? Ja, und dass sie dann halt durch diese, weiß ich nicht, er hat sie dann gepflegt und er ist ja auch wahnsinnig langsam geworden, weil er helfen wollte und konnte nicht. Wer weiß, ob sie überhaupt Klavier spielen konnte, wenn, wer weiß, was verbrannt war. Vielleicht wollte er auch deswegen die Transplantation, damit sie wieder spielen kann. So, ich spinne immer weiter die Geschichte. Und sie konnte nicht spielen, das hat sie wahnsinnig gemacht und deswegen ist sie vielleicht schizophren geworden. Und hat sich dann irgendwann umgebracht. Da leuchtet irgendwas, ein Schlüssel oder... Liegt da irgendwas auf dem Bett? Ich weiß nicht, ob es gut ist, die Tür zuzumachen, aber irgendwie... Das ist noch so drin, glaube ich, von Amnesia. Es liegt nichts im Bett. Zumindest noch nicht. Und irgendwas blinkt da. Ich sehe dich schon. Keine Angst. Hier kann ich oben nichts anklicken, ne? Sieht aber so aus, als könnte ich hier irgendwas anklicken. Was ist denn das da? Hm, kann man aber nicht lesen. Foto! Ah, das. Ich wollte gerade sagen, haben wir es nicht gesehen, aber war das nicht in der Zeitung so? Bin ich gerade irritiert? Warum habe ich dauernd das Gefühl. Beweg mich nicht. Niemand da, ist niemand da. Es wurde gerade so dunkel an der Wand. Ne? Das muss ich mir noch mal in der Bearbeitung anschauen. Das wurde
wurde hier gerade irgendwie so dunkel, als sie da vorbeigegangen ist. Egal, was du dir hier anklickst, ja, irgendwas passiert immer, ey. Füller, Sachen, kann ich nichts machen. Noch ein Foto. Noch ein Foto. Das ist auch immer noch leer. Ah, da liegt jetzt der Schlüssel, weil jetzt abgeschlossen ist wahrscheinlich. Und jetzt komme ich selber auch nicht raus. Können wir ja gleich mal testen. Puh, das war jetzt aber schon unheimlich. Aber warum? Habt ihr das auch gemerkt? Der Gang? Ich meine, wenn wir gehen. Ich dachte gerade, da steht was. Dann ist es so. Beide Schritte ganz normal. Und das war jetzt eher wie so ein. Als ob irgendwie, ja. Derjenige eher diese Prothese hätte oder so. Aber vielleicht, naja, sie wurde auch verbrannt und. Oh, noch was zum Angucken, noch was zum Angucken. Das ist ihre Handschrift, aber sehr krakelig. 6. April. Heute Morgen habe ich diese Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem kleinen Kind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Welches Datum war das? Ich weiß nicht, wir können es ja nochmal nachlesen, wenn wir irgendwann mal wieder in unserem Mahlzimmer sind. Ein Bett, welches mir nicht gefällt. Und ein Schlüssel. Achso, lass uns mal ganz kurz gucken, ob ich hier aufmache. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, und hier, ganz kurz mal Pause. Können wir sogar. Das heißt, ich kriege einen Schlüssel wegen irgendwas anderem, was mir noch weniger gefällt. Und irgendwer ist da lang gelaufen. Das gefällt mir auch gar nicht. Ich möchte nicht irgendeinen. Ich weiß nicht. Ich habe gehofft, dass hier. Oh, ich habe Nachrichten bekommen. Dass ich hier nicht irgendwie Gegner habe oder irgendwie sowas. Einen Moment mal ganz kurz. Okay, ja. Darum der komische Gang. Weil derjenige ein bisschen in Farbe gebadet hat, hä? Und dann ins Bild reingekrochen ist. Ja, natürlich. What? Was ist da jetzt? Spazierstock. Spazierstock. Auch blöd. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Was zum Teufel? Muss ich dahin, wo die Farben herkommen, hä? Na gut, ich habe einen Schlüssel. Kann ich da nicht den Schlüssel benutzen? Muss ich echt dahin, wo die. Natürlich. Ich habe es ja eben gerade schon gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch diesen Raum fertig machen, dann will ich aufhören. Es liegt daran, dass ich hier abgeholt werde. Und derjenige möchte mich jetzt endlich mal abholen. Hier hatte ich schon reingeguckt, ne? Ja, ja. Auch wenn es so aussieht, als könnte es ein Rattenbild sein, ist es keins. Da kann ich den.
hier wieder? Das war doch kurz bevor, da sind wir in die Küche gekommen. Fesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie lebwohl zu Aknenarben, die Haut, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Okay, verstehe. Ich wollte aufhören. Bäume, kahle Bäume. Nothing, nothing here. Das ist das Schlafzimmer. Ich werde jetzt mal hier stehen bleiben. Ich werde jetzt mal hier. Oder gehe ich jetzt noch in den Raum wenigstens rein und speichere da ab? Na, da passiert doch irgendwas, wenn ich das aufmache. Das ist das Schlafzimmer und in der Mitte der Tonspielgerät. Das ist alles wunderbar. Ich höre jetzt hier auf, Leute. Aber ich freue mich aufs Weitermachen. Ich bin jetzt. Meine Hände sind. Laukalt, ist in Ordnung. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Das war zu Anfang an der Aufnahme oder der Aufnahme-Session jetzt, war das doch sehr viele irgendwie. Aber ich war auch einfach ultra angespannt. Jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. Mal gucken, wie es das nächste Mal ist. Ich freue mich aufs Weitermachen und ich muss schauen, wie viel ich jetzt an Input jetzt für euch habe für die nächsten Tage und wann ich dann hier wieder herkommen muss. Schauen wir mal. Ich freue mich sehr. Ja, bis dahin. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Ich bin auf eure Meinung gespannt, ohne Scheiß. Bis dahin. Tschüss.